Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part. Let's Talk, Fragen, Info-Videos. Ich habe mir wieder ein paar mehr Sachen, unter anderem natürlich auch den nächsten Termin, und zwar zum Mario Kart Wii. Achtung, der wird diesmal am Freitag stattfinden, da ich diesmal da, jetzt fällt natürlich der Hund an zu bellen, jetzt wo ich gerade aufnehme. Freitag, und zwar um 18:05 Uhr. Sei jetzt ruhig da unten. Jedenfalls, ja, weil ich nämlich Samstag und Sonntag keine Zeit habe eigentlich. Und Freitag hat sich da tatsächlich was frei gemacht. Normalerweise habe ich da ja Training. Jedenfalls, Freitag, 1.2. um 18:05 Uhr. Warum fragt, es fragen sich jetzt vielleicht einige, warum 18:05 Uhr da ausgerechnet ist. Es so, ich wohne ja neben einer Kirche. Vielleicht wissen das ja einige von euch ja noch. Und um 18 Uhr bimmelt die immer los. Und ich möchte ungern, dass der erste Part vom Termin dann immer mit einem Kirchengebimmel da und so anfängt. Ich kann das ja irgendwie schlecht verhindern. Deswegen 18:05 Uhr geht's erst los. Ganz wichtig. Aber ist auch nicht so schlimm, wenn du das jetzt vergisst, dass es nur um 18 Uhr ist. Dann dauert es halt 5 Minuten später. Aber jedenfalls wieder zwei Grand Prix. Okay. Die nächsten zwei Themen hängt wieder da zusammen mit zwei Projekten. Erstens mit Dragon Quest 9. Und zwar würde ich euch gerne fragen, zumindest an die, die es gucken. Ich habe gerade wieder eine Mail bekommen. Cool. Ja, es geht nämlich um den guten Günther, der eigentlich ein Priester ist und der Weiser werden sollte. Dazu muss ich ja ein paar Riesentrolle besiegen. Genau, das waren insgesamt fünf. Eine haben wir ja schon, das haben wir ja schon on-screen gemacht, und die anderen vier, das auch noch jetzt off-screen zu machen, dazu hätte ich jetzt wenig Zeit für. Und jetzt ist die Frage, wir müssten ihn, sobald er überhaupt weiser werden würde, dann auch erstmal leveln, was natürlich auch Zeit kosten würde. Jetzt ist die Frage an euch, habe ich auch schon bei Dragon Quest 9 erwähnt, soll er nicht lieber doch Priester bleiben oder soll er wirklich weiser werden? Das wird noch eine ganze Zeit dauern wahrscheinlich. Dann möchte ich auch lieber, dass er Priester wird, und dann können wir im nächsten Part schon weitermachen. Solange er dann Priester ist, und dann können wir weitermachen mit den letzten Bossgegnern. Was meint ihr dazu? Bitte schreibt mir in die Kommentare, zumindest auch die, die das Projekt fleißig gucken. Ja. Des Weiteren das nächste Thema, und zwar Pokémon Erkundungs im Himmel. Da wiederum haben wir ein größeres Problem. Das wissen auch die, die das schon geschaut haben, die letzten Parts. Es ist so, wir sind so gesagt eingesperrt, wir können im Moment nicht wieder zurück und uns fehlt Belebersamen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen können, um erfolgreich weiterzukommen, ohne dass wir irgendwie sterben, ist, dass wir uns offscreen leveln. Und das wird eine ganze Weile dauern. Deswegen, Freunde, wir kommen ja auch nicht dran vorbei, wird dieses Projekt wahrscheinlich eine Weile pausieren. Und wenn ich die Zeit dazu habe, werde ich dann auch versuchen, weiter zu leveln. Wahrscheinlich wird es dann pausieren. Das soll bedeuten, sobald ich dann eigentlich den normalen Upload-Tag habe dafür, würde Pokémon Pearl alleine kommen. Ohne Erkundungs im Himmel. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Des Weiteren, so wie ich es eigentlich in jedem dritten Let's Talk Part jetzt sagen werde, ein paar Anmerkungen auf das, was ich sonst noch so anzubieten habe. Nämlich zum Beispiel meine beiden Facebook-Seiten. Einmal ich in meiner Fanpage und einmal ich wirklich selbst, wo ihr mich als Freunde adden könnt. Auf Facebook. Die Links sind hoffentlich hier unten bereits in der Videobeschreibung angegeben. Unter anderem auch der für Skype. Also mein Skype-Name ist da auch drin und da könnt ihr mich ebenfalls adden. Des Weiteren kann ich noch sagen, wer Lust auf Minecraft hat und mich gerne Minecraft sehen will, der soll doch mal bitte bei Present LP vorbeigucken, denn dort mache ich mit ihm ein Together mit Minecraft, wer es noch nicht weiß. Ich darf dir mal, ne, wie ich bereits besprochen, wieder mal anmerken. Okay, und das wäre es dann eigentlich auch heute gewesen. Mein Gott, irgendwo stimmt meine Stimme nicht heute. Mir geht's auch nicht wirklich gut, muss ich sagen. Ich bin jetzt zwar dabei, auf Vorrat aufzunehmen, weil ich diese Woche nochmal Zeit habe ein bisschen. Aber muss nicht sein, dass meine Stimme dann jetzt unbedingt ja, gut drauf ist, wenn ich das so sagen darf. Dann will ich einfach sagen, das war's für heute und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ruhig da unten. Bis dann und auf Wiedersehen.